Hallo, herzlich willkommen in meinem Kanal Better Hair, Better You. Mein Name ist Sarah und ich möchte euch heute wieder eine Perücke vorstellen. Und zwar das Modell Pike Place von Beltress. Die Perücke gehört mir nicht, da ich üblicherweise nicht solche langen Styles trage. Sie wurde mir netterweise, leihweise von einer Freundin zur Verfügung gestellt. An dieser Stelle vielen Dank, Steffi. Damit ich sie euch zeigen kann. Ja, wenn euch jetzt interessiert, wie sie aussieht, wie lang sie ist, was sie so für Special Features hat, dann bleibt einfach dran und ich würde sagen, wir legen auch gleich los. Willkommen zurück. Das ist also Pike Place von Beltress. In der Farbe Butterbeer Blonde. Und zwar ist das ein relativ neues Modell, also sowohl das Modell Pike Place als auch die Farbe ist relativ neu. Beltress hat da mal irgendwas geändert bei der Farbe, wie ich festgestellt habe. Das bisherige Butterbeer Blonde war dunkler und hatte mehr so einen lila Touch. Also da ist auch war so ein Hauch ja, violett-lila, wie so ein Toner mit drin. Also so eine Tönung quasi. Und was Beltress jetzt auch macht, was Raquel Welch schon seit einer Weile macht, ist, dass sie hier das Hellblonde hier direkt an den Haaransatz bringen. Und damit man hier keine Knoten sieht an der Lace, also am Filmansatz. Ansonsten ist die Farbe Butterbeer Blonde eine Mischung aus einem Sandy Blonde, also so ein sandfarbenes Blond, ein Aschblond und ein Hellblond. Und das Ganze ist auf einem relativ dunkelbraunen Ansatz, also eine Root. Ich finde die Farbe super schön und was mir besonders gut gefällt bei diesem Modell ist der Filmansatz, also die Lace Front. Die ist super toll gearbeitet. Ich zeige euch das gleich noch von Namen. Und zwar hat diese Perücke eine Lace Front, die geht von hier bis hier. Also nicht wahnsinnig weit runter, aber reicht eigentlich vollkommen, weil die ja sehr schön das Gesicht einrahmt. Die Haare meistens eh so runterfallen, dann würde man das eh nicht so sehen. Und sie hat noch einen Monofilament-Scheitel. Wie gesagt, ich zeige euch das jetzt mal von nahem. Da seht ihr die Lace Front. Die ist wirklich toll gearbeitet. Also sieht sehr echt und realistisch aus. Also auch nicht zu licht geknüpft, dass man da so relativ weit durchschauen kann. Was mir bei dem Modell nicht so gut gefällt, ist der Monoscheitel. Ja, wie ihr seht, seht ihr nicht viel. der ist mir jetzt wiederum viel zu dicht geknüpft. Da sieht man nicht wirklich was von Kopfhaut. Da würde ich persönlich jetzt noch selber ein bisschen zupfen mit der Pinzette und den ausdünnen, damit man mehr diesen Effekt vom Monofilament hat und die Kopfhaut durchsieht und damit das Ganze noch realistischer aussieht. Aber ansonsten ein sehr, sehr schönes Modell und die Farbe finde ich auch absolut toll. Die Länge blende ich euch wie immer hier in einem Kasten ein, damit ich euch jetzt nicht mit den ganzen Zahlen langweilen muss. Und dann reden wir doch einfach über Parmetees. Beltress ist dafür bekannt, dass ihre Styles immer sehr, sehr wenig bis gar kein Parmetees haben. Was Parmetees ist, das verlinke ich euch hier. Da gibt es ein Video dazu, das ich mal gemacht habe, wo ich die ganzen Fachbegriffe erkläre. Dieses Modell hat eigentlich auch so gut wie kein Parmetees. Also zumindest fühle ich keins. Und hier oben ist es auch ziemlich platt. Also ja, für alle, die das nicht mögen, der perfekte Stil. Vom Style her ist sie relativ gerade mit einer leichten Welle, aber nur sehr leicht.
sehr relaxed eigentlich. Und ich finde, sie hat auch so, sie ist sehr modern, aber hat gleichzeitig auch so ein bisschen Old Hollywood Flair mit dieser großen Welle, die hier vorne so, also mit dem Pony, der hier so am Auge entlang hängt. Im Englischen nennen sie das, glaube ich, Eyelash Bang. Also mir gefällt sie sehr, sehr gut. Sie ist aus der Cafe Collection von Beltress. Das heißt, sie besteht auch aus hitzebeständigen Fasern, HD. Ihr könnt sie also stylen, wie ihr wollt, auch mit Hitzetools, so bis 175 Grad etwa. Und könntet sie glätten mit einem Glätteisen oder noch mehr Wellen oder auch Locken reindrehen, ganz wie ihr wollt. Aber ich persönlich würde jetzt nichts damit machen. Ich finde den Style eigentlich perfekt, so wie er ist. Dann zeige ich sie euch jetzt noch von allen Seiten. Dann machen wir noch den Brillentest, ob die sich auch gut mit Brille tragen lässt. Und jawohl, geht perfekt. Genug Platz zwischen den Tampeln, wie die Eartabs im Deutschen heißen, und den Ohren, dass auch die Brille dazwischen Platz hat. Bezüglich Styling würde ich nicht wahnsinnig viel damit machen, aber was natürlich gut geht, wenn ihr darauf mal Lust habt, ist ein, ja, eine Hochsteckfrisur, so ein Half-Updo, wie es im Englischen heißt. Denn lang genug ist sie, dann probieren wir das mal. So. Ich hoffe, ich habe das auch ohne Spiegel einigermaßen hinbekommen. Ja, lässt sich auch so gut tragen. Im Sommer, wenn es zu heiß ist, steckt ihr sie einfach hoch. Oder ihr könnt natürlich auch eine Seite hinter das Ohr klemmen, wenn ihr das gerne mögt. Ich mache das auch sehr gerne. Dann habt ihr so ein bisschen einen asymmetrischen Look. Dann zeige ich euch jetzt noch die Kappe von innen. Das ist also die Kappe von innen. Wie ihr seht, hat sie hier den Filmansatz, die Lace Front. Geht so von Schläfe bis Schläfe. Sehr schön gearbeitet mit den hellen Haaren hier vorne am Ansatz. Und dann geht es hier nahtlos über in einen Monofilamentscheitel. Der geht relativ weit nach hinten, nicht komplett, aber ist ganz ordentlich. Wie gesagt, für meinen Geschmack etwas zu dicht geknüpft, könnte man noch etwas ausdünnen. An den Seiten hat sie diese Tampeln mit den Metallstäbchen drinne, mit den Biegsamen. Die könnt ihr so biegen, damit die Perücke immer gut am Kopf anliegt. Ihr seht hier auch, dass sie einige Haare sind hier bis nach innen geknüpft, ans Innere der Tampeln, so dass da also nichts rausschaut. Ansonsten ist sie hinten auf Tressen genäht, hat einen Standardnacken, also nicht verlängert, und typisch für Beltress diese verstellbaren Bänder, mit denen ihr sie an euren Kopfumfang anpassen könnt. Und die sind wie BH-Träger gemacht, also da könnt ihr ein bisschen einfach dran ziehen, je nach Richtung. Ich mag die nicht so sehr, ich mag eigentlich lieber die mit Klettverschluss, aber ja. Bei der ist das eben so. Ja, das war meine kleine Vorstellung von Pike Place. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt es mir einfach unten in die Kommentare und ich werde euch gerne antworten.
Ansonsten freue ich mich sehr über ein Like und freue mich noch mehr, wenn ihr auch meinen Kanal abonniert, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Toll, dass ihr da wart und hoffe, es geht euch gut. Und wir sehen uns demnächst wieder im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.